Um das archäologische Kulturerbe zu bewahren, sind nicht nur Archäologen im Land unterwegs, auch ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger leisten enorme Arbeit. Seit 2012 ist die Rostockerin Kerstin Bockhold ehrenamtlich tätig. Angefangen hat ihre Leidenschaft als Hobby und seit fast 10 Jahren ist sie nun schon für das Land Mecklenburg-Vorpommern tätig. Derzeit untersucht sie einen Acker im Landkreis Rostock. Warum genau ich das mache? Weil ich wissen möchte, wer wo bei uns im Land in grauer Vorzeit gesiedelt hat, gewohnt hat, wie sie gelebt haben. Und das entdeckt man am besten, indem man zu jeder Jahreszeit durch unsere Natur und über die Felder stiefelt. Natürlich dürfen sie nicht bestellt sein. Also man macht dem Landwirt ja nicht seine Bestellung kaputt. Deshalb ist für mich die Winterzeit, so wie jetzt hier vor Ort, mit dem Feld in Winterfurche, wie ich es erklärt habe, was eben tief gepflügt ist und doch einiges zutage bringen kann, für mich die beste Jahreszeit, um diese Dinge entdecken zu können. Um die beste Sicht auf die Schätze zu bekommen, muss das Feld abgeregnet sein. Das heißt, der Regen spült die Funde frei. Auf dem rund 2 Hektar großen Areal fand Kerstin Bockhold bereits 29 Feuerstellen. Bei 3 davon konnte sie sogar Keramikreste aus verschiedenen Zeitepochen entdecken. Welche das genau sind, ist schwer auszumachen. Kerstin Bockhold aber schätzt, dass die Keramikreste aus der Bronzezeit und der Eisenzeit bzw. frühen Kaiserzeit stammen könnten. Die Bodendenkmalpfleger haben immer mit Hobby-Schatzsuchern zu kämpfen. Sie zerstören unwiederbringlich archäologische Funde. Die Hobby-Schatzsuche, ich kann es keinem verdenken. Es ist ein unheimlich schönes Freizeithobby, mit dem Detektor über die Felder zu laufen und vielleicht was als gemeinhin als Schatz bezeichnet wird, zu finden. Aber der Großteil sind keine Schätze. Der Großteil sind wirklich archäologisch relevante Funde und die gehören irgendwo uns allen. Den Hobby-Schatzsuchern fehlt es an Sachkunde. Ihre Funde verschwinden für immer. Häufig werden sie auch online über Plattformen verkauft. Dabei kann jeder dieses Hobby im Land in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege ausführen. Es gibt Schulungen, die sind kostenfrei. Niemand muss da irgendetwas bezahlen. Man meldet sich an, man bleibt ein bisschen am Ball. Man muss sich auch vorstellen, es sind viele Anmeldungen. Die Schulungen finden einmal jährlich statt. Der Antrag ist riesengroß. Ne? Man kann nicht jeden sofort gleich in die Schulung stecken, ne? Wenn schon 120 auf dem Zettel stehen. Aber wenn es in diesem Jahr nicht klappt, klappt es im nächsten. Also die Ausbildung kann jeder machen und dann offiziell mit einer Nachforschungsgenehmigung offiziell im Auftrag und im Namen des Landes unterwegs sein. Bedingung ist natürlich, dass diese Funde dokumentiert werden und abgegeben werden. Bei dieser Arbeit geht es um das Entdecken, Erfassen und Erhalten. Die erhaltenen Funde müssen aber auch von Interessierten gesehen werden können. Mecklenburg-Vorpommern ist ganz reich an Kulturschätzen und an Bodenfunden, ne, die wirklich von internationaler, nicht nur nationaler, auch internationaler Bedeutung sind. Und wir sind das einzige Bundesland, was es nicht fertiggebracht hat, nach 30 Jahren Wiedervereinigung ein archäologisches Landesmuseum auf die Beine zu stellen. Um gerade diese bedeutenden Funde ausstellen zu können, für jedermann, der hier in diesem Land lebt, aber auch für diese Abermillionen Urlauber und Gäste, die wir haben, sichtbar zu machen. Weil das ist irgendwie unser aller Kulturgut und niemand weiß, wohin damit. Es nützt ja niemandem, wenn es in einem Depot superschön verwahrt wird und niemand kriegt es zum Gesicht. Kerstin Bockhold hofft, dass die neue Landesregierung zu ihrem Wort steht und das Bauvorhaben endlich in die Wege leitet. Eisenzeit vielleicht.